Ja, Freunde. Allesamt haben sich vermehrt, außer die Diamant. So. Und heute haben wir ein bisschen was vor, und zwar mit der Verkabelung, aber irgendwie können die Pisten keine Neustarts ab. Wenn man jetzt hier guckt. Overstressed. Also, ja. Das ist irgendwie komisch. Aber die Gantry-Shafts funktionieren ohne Probleme. Deswegen ist das ein wenig komisch. Ich denke mal, da werde ich echt auf Gantry-Shafts wechseln. Und die dann hoch und runter fahren lassen. Irgendwie so. Mal gucken. Hier haben wir ja schon die Gantry-Shafts. Also werden wir dann als erstes erstmal das hier anpassen, denke ich. Das alles jetzt mal noch. Eigentlich wäre das sinnvoll, wenn ich das jetzt alles noch baue. Okay, dann machen wir erstmal einen Umzug. Also, hier haben wir unser Storage-Plattform. Dann setzen wir hier. Schon als Idee. Zwar mit Xnet. So.
Hier setze ich den. Ist er gleich noch? Point. Den setze ich hier. So. Xnet. Da können dann alle Crafter hin. Dann kann ich hier einfach die Crafter reinschmeißen. Ich mache hier einmal eine Umrandung mit den Cables. Dann passt das eigentlich. Sich wenigstens hier, wie heißt das, alles gut verteilen und wir können dann mal unseren Umzug hier machen, nach unten gehen. So. Cable. Deswegen habe ich hier alles mit Erde ausgefüllt, weil man dann relativ schnell vorankommt. Okay. Dann fangen wir mit den Crafter an. 1, 2, 3, 4, 5. Base. 1, 2, 3, 4. Okay. Wie viele nehmen wir denn da? Ach, 10 Stück. Notfalls können wir ja noch die andere Wand, die gegenüberliegende Wand, könnten wir auch noch damit ausstatten. Hätten wir 2 Crafter Units. Hier könnten wir die Lights lang legen. Ey, wie macht die hier oben? Super. Das
heiß aus. So. Denk leuchten. Ist das ein bisschen heller? Das stellt keine Verbindung zu. Oh. Schade. Okay, das funktioniert nicht. Wir schon Ballboards? Nee. Floorboard sollten wir auch noch machen. Ja. Hm.
Über die Pipes. Den, den. Und mischen alles raus. Echt schade, dass das mit X halt nicht funktioniert in diesem Fall mal. Okay. Okay. So. Schritt 1. Wie so ein Litter. Auf den Monitor. Ja. Der Manager. Beim. So. Dann gucken wir uns hier die Crafting. Funktioniert das auch? Gerade den Server zum Laggen, weil so viele Entitäten gingen. Ah, Baby.
Okay. Find. Receiver. Transmitter. Okay. Wo habe ich denn? Oh, oh. Ich habe den da. Den hier. Wo habe ich denn noch einen? Ich glaube, wir machen das erstmal hier. Einfach nur. Damit wir den Crafter hier haben. Die richtige Anordnung machen wir dann später. Einfach nur Safety für den Punkt. Also Input, Front, Bottom Input, Top Fuel, Back Output. Okay. Zwar hier. Hier. Thank you.
Wow. Der hat's komplett durchgezimmert. Sollte ich fürs nächste Mal auf jeden Fall nicht so machen. Gadgets. So, jetzt aber Cable. Sauber, das funktioniert. 8, 12, 16, 20, 24 Speed Upgrades. 20 Speed Upgrades. Concrete. Okay, das weiß ich, wie ich das mache. Nächste.
Finish. Das kann. Das hier nämlich richtig schön eingefasst. Das finde ich cool. Dann können wir hier vielleicht mal anfangen, auch ein paar Create-Maschinen aufzubauen. Einfach nur, weil das sieht.
Wieso? Ein Mega-Importer. Weiß. Iron Nugget brauche ich dafür. Krass. Okay.
wird's. Hier vielleicht doch das Kabel. Oh Mann, ey. Ja, aber dann würde ich jetzt hier schon mal die... wie heißen sie gleich noch? Okay. Die hier runter lassen. Die... Wie heißen sie gleich noch? Generatoren runterbauen. Funktioniert mein Maus nicht mehr. Oh, Batterie alle. Wie dumm.
Crafter 2. Stack 2. Speed. Ach, ich brauche Sink, genau. Sink. Ich als Rezept. Sink. Können wir eigentlich fix fertig machen. Da startet. Setzen wir es mal. Wird gesagt, die müssen jetzt hier nach dem Voll gehen. Ich will nämlich noch eine Batterie bauen. Pupa. Pupa. Okay.
Ender Cell. Ender Cell Starter. Alter, habe ich ja viel Kram drin. So. Hauen wir das mal kurz weg. Berettet. So, dann können wir hier noch Batteries. Batterie. Noch eine Batterie. Dann die E-Take. So, aber wir können jetzt mal gucken, wie viele von den Produkten können wir 16 Stück herstellen. Holy Macaroni.
Base und rüber zu den Ruinen. Wir müssen die hier leider upgraden. Was macht der Crafter? Crafter. Extract. Extract Stack. Okay. Extract. Oh. So.
Comic. So. Das noch ein.
zweite Reihe Raccoons, oder? Okay. Dann machen wir hier echt mal ein fixes Upgrade. Moin. Sorry, ich habe dich jetzt erst gesehen. So ein Angriff von Bots. Okay, Gott sei Dank. Was geht? So. Dankeschön. Ja, ich versuche gerade die Basis mal langsam voranzubringen und den Totenkopf umzubauen. Ja, das waren gestern
Halte ich fest. 250 Stück. Keine Ahnung warum. Aber ja, das war ein wenig hartnervig, aber naja, was soll man machen? Ich baue gerade. Ja. Also, war maximal nervig. Also, ich habe hier gerade Probleme mit dem Totenkopf. Also, irgendwie nach einem Server-Neustart funktionieren immer die Pisten nicht. Die Cantry-Shafts funktionieren, die Pisten funktionieren nicht. Deswegen denke ich mal, werde ich das Ganze mit, wie heißt es gleich? Mit Cantry Shafts nochmal umbauen. War das ein bisschen nervig. Du musst dann den Motor abbauen und den Pisten abbauen und dann kannst du das wieder zurücksetzen. Tja, muss ja nicht sein, ne? So. Pupa. Den einen können wir schon mal zerstören. Sind am Arbeiten. Aber cool, dass du Bienen hast, das passt echt gut. Weil meine Ressourcenfarm besteht hauptsächlich aus Bienen. Finde ich lustig. Ja, cool. So. Ja, für die für das letzte Upgrade brauchen wir so verdammt viele, also verdammt viel Draconic Dust. Jetzt hole ich mir hier noch zusätzliche Bienen, damit ich noch mal bedeutend mehr Dust bekomme. Ja. Damit wir nach und nach einen ganzen Haufen Upgrades bauen können. Und das hier baue ich auch noch weiter, das wird die Bienenquetsche. Für die Gene.
Das hier war unsere Strata-Base und die haben wir jetzt abgebaut. Oh, nice. Damit sollten wir jetzt unseren Strom auch... Ups. So. Ist relativ einfach erklärt, was auch wieder ziemlich blöd oder dumm ist. Und zwar, ich habe jetzt hier endlich mal eine Megatorch hingestellt, aber hier sind immer Monster gespawnt. Und ich habe hier irgendwas an dem Bilder eingestellt und dann wollten die zu mir laufen und sind runtergefallen. Ja, das war's eigentlich. So. Genau, das hier wird der Eingang zur Base und dann kommt man hier unten an. Aber das baue ich später. Ich wollte jetzt erstmal hier die Generatoren umziehen. Da vielleicht auch noch was Hübsches bauen, aber aktuell will ich eigentlich die, wie heißt es gleich noch, den Eingangsbereich hier fertig bauen. Nur mit den Pisten ist das halt echt hart nervig. So. 36 Stück. Hier gleich den letzten Generator noch hinbauen. Dann ist das. Oh. Aber dann haben wir auch erstmal ordentlich Strom. In Reserve. So. Oh, zwei. Ah, jetzt weiß ich, was ich machen wollte und wofür ich den Umzug gemacht habe. So.
Bowden. Da wird kein Strom weggebracht. Voilà. So, aber dann können wir da drüber jetzt Strom bekommen. Falsch angeschlossen. Kann ich das hier oben? Yay. Okay. Oh. Okay, das sollte klappen. Okay. Also mit Create. Ich will Casings. Casings herstellen. Die beiden habe ich schon. So, wie baue ich das am coolsten? Okay, hier fängt das erst an, damit man hier ein Display hat. Dann kommt hier einfach ein ganzer Haufen Crafter. Danke, wünsche ich dir auch einen schönen Tag und so weiter und viel Spaß. Ciao!
Okay, also. Okay, Create Conveyor. Oder wie heißt das? Ah, hier. Dafür brauchen wir Kelp. Help. Oh Gott, wir brauchen Kelp. Obwohl. Nee. Ja. Funnel und das ist ein Tunnel. Was ist ein... Was macht Funnel? Ah. Okay. Dann brauchen wir noch Funnels. Side Funnels. Iron Crafters. Thank you.
passiert. Okay. Machen wir das ein wenig lange. Dark Oak. Also. Klatsch, was machte die? Point.
Okay, also testen wir das Ganze doch mal. Wechselt der da jetzt einfach zwischen?
So. Mechanical Saw haben wir. Disarm. Dann machen wir jetzt einen Mechanical Squeezer. Das machen. Von 2 machen. Oder wir haben ja Platz machen, bestimmt von 3.
Alter. Dann sollte das ja... wir es ein bisschen hübsch machen. Ah. Von einem Mechanical Press haben. So. Oh mein Gott.
Okay, Kacke. Going. Sind der
Wie machen wir das am schlausten? So. So. Ja, das ist doch schön. Und
So, das ist echt problematisch, wenn du ein IT-Guy bist und IT-Hilfe für Leute anbietest. Damit will ich sagen, ich muss mal eben weg und IT-Hilfe machen, worauf ich echt viel Lust habe. Ja, also gehe ich eben kurz offline, mache die IT-Hilfe und dann komme ich wieder. Genau. Ja. Also sehen wir uns gleich wieder in dem Create-Wahnsinn und ja, dann bauen wir das hier zu Ende, bauen noch ein paar weitere für die Casings. Ich glaube, die können wir jetzt einfach echt alle so nebeneinander hier klatschen. Mit den, hier, wie heißt das gleich noch, mit den Exportern. Dann machen wir hier einfach, keine Ahnung, für jedes Casing eins. Oder auch vielleicht nicht. Vielleicht dann doch eher die, das und das. Also die drei, das hier machen wir irgendwann anders. Genau, aber dann setzen wir hier noch drei Stück hin. Machen einen kleinen Motor-Array oder sowas, dass das hier alles ein bisschen schneller läuft. Und ja, dann sehen wir uns also gleich wieder. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und dann bis gleich. In alter Frische und so weiter, ne? Ciao!